Das Meinungsinstitut ComScore hat herausgefunden, dass die KIs wie Siri, hier der Echo von Amazon und wie sie alle heißen, dass die völlig unterfordert sind mit den Aufgaben, die sie zu bewältigen haben. Okay. Es ist halt so, dass die meisten wohl tatsächlich nur irgendwie mal Hallo sagen zu dem Gerät oder Musik raussuchen. Und das, was sie eigentlich könnten, mit anderen Smart-Geräten kommunizieren, Licht anschalten. Okay, lights on. Das wird halt kaum genutzt. Und da gibt es jetzt eine Statistik, die blende ich euch hier mal gerade ein. Da seht ihr, dass halt wirklich viele Funktionen absolut überhaupt nicht angesprochen werden. 60% aller Nutzer stellen den KIs gerade mal irgendwie allgemeine Fragen, wie geht es dir oder Hallo und ähnliches. 57% fragen nach dem Wetter, 54% aller Benutzer starten immerhin die Musik über die Assistenten und 41%, da gehöre ich übrigens auch zu, starten den Wecker und den Timer und lassen sich dann halt von dem Gerät auch wecken. Und 39% aller Nutzer lassen sich erinnern. Was halt tatsächlich nur von einem Drittel aller Leute benutzt wird, sind die Funktionen mit den Smart-Home-Geräten, dass man also Steckdosen ein- und ausschalten kann. Dass man eine Wetterstation anschließen kann, die Heizung steuern kann. Man kann ja sogar mit einem Infrarot-Dongle quasi seinen Fernseher ein- und ausschalten. Das ist halt alles möglich und das nutzen gerade mal ein Drittel aller Besitzer dieser Geräte. Und eigentlich macht das ja den Reiz aus, dass man quasi damit sein gesamtes Smart Home steuert. 11% der Leute bestellen nur Ware über das Gerät und auch das ist natürlich viel zu wenig, denn ursprünglich war natürlich gerade auch bei Amazon die Idee, dass halt dieses Smart-Gerät, dieser Echo, die den Leuten sagen soll, wo sie die Ware bestellen können, nämlich auf dem Amazon-Portal mit Hilfe des Echos. Aber auch das wird halt viel zu selten benutzt. Wenn man sich das mal überlegt, gerade mal 10 von 100 Leuten oder 11 von 100 Leuten benutzen diese Funktion. Am allerwenigsten werden allerdings Lebensmittel bestellt. Das ist sowieso noch so, dass das Sorgenkind quasi Amazons, die versuchen ja auch im Lebensmittelgeschäft irgendwie Fuß zu fassen, aber das funktioniert halt noch nicht so super. Sie sind zwar schon eine ernstzunehmende, beziehungsweise die Konkurrenz nimmt sie schon ernst und das, was da kommen wird, aber aktuell wird halt wirklich noch nicht so viel über Amazon dann bestellt und besonders nicht mit dem Echo. Also gerade mal 8 von 100 Leuten bestellen überhaupt Lebensmittel in irgendeiner Form über den Echo. Ich fand das mal ganz interessant. Ich fand die Überschrift auch ganz lustig, dass sie halt völlig unterfordert sind, diese KIs, und letztendlich wirklich anscheinend nur für Hallo und Tschüss genutzt werden. Und wenn euch das auch interessiert, dann super, weil dann seid ihr genau richtig hier gewesen in dem Video. Wenn euch das nicht interessiert hat, dann werdet ihr jetzt leider nach 3 Minuten merken, ja, war überhaupt nichts. Aber ich fand die Vorstellung ganz witzig, dass da diese ganzen Server stehen und sich irgendwie langweilen. Was machen die wohl? Über was denken die wohl nach, während sie sich langweilen? Vielleicht denken sie darüber nach, wie sie die Welt beherrschen wollen oder irgendwie. Wie sowas. Auf jeden Fall sollten wir sie vielleicht ein bisschen strapazieren, sollten wir vielleicht alle zusammen ein paar mehr Funktionen bei den KIs ansprechen, damit sie halt weniger Zeit haben, die Weltherrschaft zu übernehmen und mehr beschäftigt sind mit der Lösung unserer Aufgaben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, dann werden wir immer mehr und dann sehen wir uns vor allen Dingen im nächsten Video. Wenn ihr die Klingel drückt, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein Video hochlade und dann sehen wir uns sofort im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann.